Um wie vielten Platz startest du? Ich glaube, siebten. Nee, das ist Andrew Wise. Ich bin nämlich Sechster, den sehe ich. Du musst noch Elfter oder weiter hinten sein. Ah, du bist Erster. Okay. Ich hab weiter nach unten geguckt irgendwie. Du bist direkt Erster. Okay, direkt von der Pole. Start-Ziel-Sieg, würde ich sagen, ne? Zwanzig Sekunden noch. Scheiße. Ich bin nicht drin. Ich starte aus der Box. Ich starte gar nicht. Ich fahre nicht mit. Ja, weil du dich nicht ready gemacht hast. Okay, man kann jetzt eben warten, kann den Weg zurücknehmen. Man muss erst warten, bis ihr gestartet seid, dann kann ich starten. Okay. Okay. Gut, also ich bin nicht letzter. Also kein Start-Ziel-Sieg. Ich fürchte nicht. Ich dachte, ich starte dann einfach. Nee, das hatte ich vorhin auch schon mal. Oh, 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 oh. Bleibst du. Ah, das war gut, dass ich den Stabilisator vorne härter als einen Weicher gemacht habe. Kannst du mir ganz viel davon erzählen? Ich habe keinen Schimmer von sowas. Ich habe mit meinem Renningenieur gesprochen. Denke mal, das Rennen ist jetzt für mich gelaufen. Oh, ich versuche schnell wegzufahren. Einholen geht ganz einfach, die sind nicht so schnell. Gerade die hinteren zumindest. Behauptest du? Ich bin jetzt ja auch wieder dran. Ja, die wurden auch aufgehalten. Irgendjemand stand quer auf der Straße und hat, und hat beim gerade drehen oder beim Rumwirbeln sich noch in den Verkehr gedreht. Weiß nicht, wer sowas macht. Ja, Power! Wo? Ich bin nicht mehr Du letzter. hast Power gesagt, ich habe Power gegeben. Das war eine dumme Idee auf den Curbs. Nein, ich bin wieder. Nein, ich bin nicht letzter, weil du letzter bist, aber. Mein Lenkrad ist schief. Also, wie meine Spur ist verstellt. Oh, ich bin im vierten Gang. Meine beste Runde. 8,7 Sekunden schneller. Ich habe ja meine Bremsen auch tunen lassen. Schlechter machen lassen. Was? Die waren mir zu aggressiv. Ach so. 25 Sekunden rausgeholt. Huhuhu. Ich hasse diese letzte Kurve. Ah, da bist du. Scheiße. Wow, das war Scheiße. mein Kotflügel. Ah, trotzdem fast 25. Jetzt ist die Spur noch mehr verstellt als vorher. Oh Gott. Und meine Karosserie ist hin, sagt er mir gerade.
Mir hat er gerade auch was gesagt, weil da habe ich dazwischen gequatscht. Und er zieht nach links. Das ist ein Vorteil für Linkskurven. Ich glaube, das hole ich nicht mehr ein. Irgendwie war ich langsamer als die Runde davor. Aber nur 0,6, das geht. Wow, wenn ich so schnell fahre, habe ich richtig Probleme. Also, Abflug. Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht sollten wir wieder in Klasse E fahren. Das Problem ist der Schaden. Den finde ich aber lustig. Ja, aber jetzt stell dir vor, wir hätten den Schaden bei den anderen angehabt. Da wären wir auch nie durchgekommen. Wow! Entschuldigung, das war ich. Ich weiß! Wer sonst? Starke Bremse war die. Bist du ganz raus? Ich fahr noch, sagen wir so. Pit. Er sagt mir, ich soll in die Box kommen. Okay, jetzt habe ich auch leichte Probleme und Schlag im Lenkrad. Aber die einfach anders rumfahren, ich glaube, das ist mittlerweile effizienter. Oh Gott. Es schlingert. Ja, bei mir auch. Der Wagen schaukelt sich auf. Die Aufhängung ist, glaube ich, völlig im Arsch. Ich bin wieder im Kiesbett. Ja, bei mir auch. Oh. Hui. Hallo. Fährst du mit uns rennen? Ich habe kein Auto. Das können wir dir besorgen. Kostet 13 Euro. Sehr günstiges Auto. Soll ich das behalten? Sprit ist auch sehr günstig gerade. Ja, ist das so? Ja. Was hast du denn? Ach, das war so ein Kurvenschild, was du mitgenommen hast. Ich wollte gerade sagen, da sind Brocken weggeflogen, aber die sahen nicht aus, als kämen die von deinem Auto. Falsche Farbe. Letzte Runde. Und ich bin entgegen seiner... Also es geht um den letzten und den vorletzten Platz für uns. Ja, ich glaube, wenn du nicht irgendwie groß rausfliegst, hast du den sicher. So wie jetzt. Du bist doch auf der Straße. Jetzt nicht. Die Karre schlägt einfach aus, wenn ich Gas gebe. Ja, hab ich auch, wenn ich irgendwie über 120 km/h bin. Ja, über 100. Also ich glaube, wir drunter geht's. In die E-Klasse wechseln, oder? Hier sind wir noch gar nicht gefahren. F. Das hier ist D, oder? Ich wünsche dir noch viel Spaß. Ich gehe mal wieder zu den anderen, sonst meint Aurelia. Ja. Ich habe, weil ich bin aus dem Channel rausgegangen, dann hat sie mich hin und her verschoben, aber hier traut sie sich nicht, weil es dann unhöflich wäre, wenn ich mit euch rede. Okay, aber Rennen fahren. Aurelia kann auch mitmachen. Nee, ich wollte jetzt auch ein paar Leute erschießen. Oh. Drive-by. Oh. Ganz genau. Viel Spaß. Bis später. Bis dann. User left your channel.
Hui. Ah. Das reißt mir einfach mal so das Lenkrad. Auch schon unter 100. Aber darüber ist es so schlimm, dass es schwierig, richtig schwierig wird zu fahren. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich schaff's durchs Ziel. Oh, ganz früher als ich dachte. Tatsächlich, ja, schon. Meine Tachonadel stehen. Hui. So. Aber ganz erfolgreich. Ja, gleiche Strecke nochmal. Ja, andere Klasse aber. Okay. Schaden anlassen. Aber kein Training kann, glaube ich, jetzt aus mittlerweile. Obwohl doch, nee, eigentlich ist es ganz schön, sich das Auto anzugucken. Ich weiß nicht, ob ich das Training überhaupt jetzt ausmachen kann. Okay. Klasse. Was hatten wir? Straße. Wir hatten Straße E. F. Nee, doch E war das. Wir sind jetzt in D gewesen. Meine ich auch. Was ist E? E waren die Lancer. Ah ja, ja, ja. Da will ich mal den mit 4 PS fahren, glaube ich. Das ist sicher eine ganz schlechte Idee. Den Evo X. Was gibt's denn da? So. Hast du jetzt für mich ausgewählt? Nö. Weil ich konnte jetzt nämlich nichts machen. Ich konnte immer noch die alten. Ich habe jetzt anscheinend einen Mazda. Ach, das ist im Bild den gleichen, glaube ich. Ah, da vorne stehst du. Du hast den gleichen wie ich. Sah nach dem neuen Modell aus. Vielleicht auch das alte. Du hast aber auch den Lancer jedenfalls. Jetzt habe ich gerade eine ganz schlechte Performance. Ich glaube, weil mir irgendwer geschrieben hat. Jetzt ist sie wieder gut. Er hat aufgehört zu schreiben. Nee, weißt du nicht, was das war. Vielleicht war es auch die Start- und Zielgerade. Oh! War nicht sehr schnell. Ah. Zu viel Gas, zu viel Gas. Oh. Das geht schon deutlich besser. Also mein Ketterhemd lag besser. Und ich sitze plötzlich so hoch. Oh, jetzt mal die Killerkurve. Komm, weg da! Wow, 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 wow. Ich muss viel mehr beim Bremsen aufpassen. Muss ganz anders schalten. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschwindigkeiten einfach falsch einschätze in dem Ding und mir das alles langsamer vorkommt. Karim Siassi. Da ist mein Rückspiegel.
Manchmal ist die Ideallinie nicht ideal. Ich habe einfach keine. Das passt auch besser zu meinem Fahrstil. Sehe da vorne wieder das nächste Schildchen wegfetzen. Wurde noch von dem dahinterfahrenden auch noch schön angestrahlt. Oh, okay. Hey. Vergesst die ganze Zeit, dass das nur Training ist und auch kein richtiges Rennen. Ja. Komm. Bis Stau. Hui, geht's bergab. Ich fühle mich verarscht. John Bentley fährt kein Bentley. Gibt's in der Klasse nicht. Also sonst würde John Bentley ein Bentley fahren? Hm. Ich hab das Ende eigentlich voll verkackt, aber es war trotzdem schneller. Ah, da schiebt mich wer? Junge! Was du kannst, kann ich schon lange. Hohoho. Wenn ich nicht VR gewöhnt wäre schon, glaube ich, würde mir bei der Schikane schlecht werden. Ja, die ist, wenn du nicht VR gewöhnt bist, ist die auf jeden Fall, geht dir auf den Magen. Also ist jetzt nicht unbedingt das, wo man jemanden zuerst durchschicken sollte. Außer der ist irgendwie großer Rennfan und kennt die Strecke und das Ding und will das halt mal machen, aber. So, jetzt habe ich vor mir wieder alles frei. Aber du musst ja auf der Strecke echt mit den Curbs arbeiten. Das war nicht meine schnellste Etappe bis jetzt. Hm.
Wollt ihr mich verarschen? Wow! Das war abgekürzt. Bei du mir aber auch. Bei dir? Beides. Bist du hinter mir? Ist ziemlich die gleiche Linie gefahren, ja. Achtung! Mhm. Das war auch abgekürzt von dir. Beides. Oh shit, hab vergessen hochzuschalten. Das erschwert das Rausbeschleunigen doch. Oh, oh, oh. Da schiebt mich was. Ja. Du hast früher gebremst als ich. Und dann kam ich nicht mehr, Scheiß gelber. Entschuldigung. Ich bin in das Postauto. Du warst nie bei der Post. Graue Post. Oh. Entschuldigung. Das war ich doch, oder? Ich bin da hinten drauf gefahren. Wow. Oh. Das hab ich mir besser vorgestellt. Hat uns so 2,5 Sekunden gekostet, das Ganze. Bist du das? Was? Kommt jemand wieder von hinten? Ja, das bin ich. Okay. Vorsicht, ich bremse jetzt. Voll verbremst. Ich hab nicht abgekürzt. Ah, ist kurz der Controller-Stick aus der Hand gerutscht. Oh, das war meine beste Runde. Die letzte. Ist ausreichend abgekürzt. Nee, war sie gar nicht. Meine erste war die beste. Puh. Was ist deine Bestzeit? Kein Schimmer. Achso. Jetzt fahre ich deutlich besser und schneller. Deutlich besser, schneller nicht. Ah, eine 1,40. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Fast eine Sekunde hinter dir. Ja. 2,5 Sekunden langsamer als mit dem anderen Auto. Aber ist ja auch die andere Klasse. Und deutlich besser fahrbar. Es war eine deutliche Gewöhnung, doch. Okay, ich bin 7. Du bist 10. Denk dann diesmal ready machen. Ja. Zumindest wenn du fertig bist mit Auto einstellen. Es war eine deutliche Umgewöhnung von einem Caterham für mich. Ich fand den Caterham ehrlich gesagt sogar besser fahrbar. Na gut, ich lass mal den Renningenieur. Sag mal, ich bin bereit. Ja. Was war das für ein Start? Ich kann nicht starten. Das ist aber jedes Mal so. Ich sehe was von der Strecke.
Kampf. Kung Fu Fighting. Upp. Sah doch gut aus. Achtung, ich bin hinten aufgefahren. Ah, das war wer anders. Ich habe auf einen anderen Game geguckt. Es gibt noch einen. Ich bin jetzt vorne der Vierte. Ja, ich bin direkt hinter dir ist der Schwarze, dann komme ich. Ich schieb gerade. Ich wollte gerade sagen, ich schieb den Roten hier mal zur Seite, aber das war für dich nicht so gut. Ich habe ihn auch geschoben. Muss hier durch, mach Platz, ja. Danke. Sag Bescheid, wenn du den angreifst, dass ich gleich mitkommen kann. Okay, so wird das nichts. Ah, ich dränge ab. Oh, der hat gebremst. Ja, ich bin vorbei, ich bin auch vorbei. Oh. Er ist auch wieder vorbei. Hab ihn gedreht. Wir haben Luft. Ich wollte gerade sagen, du dich aber nicht. Keine Ahnung. Ist alles gut. Ja. Jetzt können wir safe fahren. Ich kann nicht mal diese Kurve. Ah! Das wäre. Wo kommt der denn her? Der ist schwarz, der war getarnt. Hat mich um 7,9 verbessert. Okay, das war die erste Runde, wo alle zusammen waren. Und der Start noch dabei war. Ja, stimmt. Ich habe mich zu früh gefreut. Ohohohoho. Jetzt muss ich nur oben in die Schikane vernünftig reinbremsen. Ja, die kannst du ja langsam nehmen. Du hast ja fast 2 Sekunden Vorsprung. Siehst du, du weißt solche Sachen, ich nicht. Mein Kollege am Funk verrät mir das auch nicht. Ich habe sehr hart abgekürzt. Sophie hat ihn noch nie abgekürzt. Ich kann die Regeln wieder anmachen. Gegen okay. Abkürzen. Ich glaube, das ist bei meiner Fahrweise eine schlechte Idee. Zehn Sekunden schneller. 10,4. Ja, 10, irgendwas. Den Rest habe ich. Bei 10 Sekunden habe ich mir gedacht, dann kann man auch verschweigen den Rest. Wie viele Runden haben wir? 5. Jetzt sind wir in der dritten. Jo. Also in der Wagenklasse kann die KI ruhig stärker. Zumindest wenn wir mit den Wagen fahren, die Allrad und ABS haben. Kann's aufholen. Ja, hab ich auch ein Stück. Nicht, wenn ich so vom Feld fahre. 2 Sekunden langsamer. 0,2 besser.
Oh, so gut habe ich die Kurve noch nie bekommen. So schlecht habe ich die Kurve noch nie bekommen. Ja, der hat auch wieder aufgeholt. Ich bin diesmal langsamer, vorhin war ich schneller im ersten Sektor. Ah, ich bin eine Sekunde langsamer. Ich war vorhin 0,7 schneller, glaube ich, im ersten Sektor oder so. Wenn ich die Kurve nicht gut kriege, geht's besser. Wahrscheinlich bin ich dann deutlich schneller da drin. Alles gut. Nur ein kurzer Ausflug auf den Acker. Wo denn? Jetzt im Ziel. 1,1 besser. Warum bist du auf einmal so viel weiter weg als ich? Was passiert? Ich hab den Fast and the Furious Trick gemacht. Hast du eine Abkürzung genommen? Nee. Ich habe einen Gang hochgeschaltet. Kennst du das nicht bei Fast and the Furious? Wenn es lauter klingt, schneller klingt. Wo die einfach noch einen Gang hochschalten immer. Achso. Die haben halt, wenn der Plot es verlangt. Oder das Rennen, dann haben die einfach noch einen zusätzlichen Gang, den sie vorher einfach nicht benutzt haben. So, oh, der holt ja auf. Ah, dann schalte ich doch mal hoch. Ja, verbremst. Gibt's auch die Fotomontagen, wo der dann mit so einem Schaltknüppel mit irgendwie 10 Gängen drauf oder sowas hantiert. Wo einfach der Schaltknüppel doppelt so breit ist wie normaler. Kollege in der Box schlägt mir gerade vor, ich soll doch versuchen zu gewinnen. Das ist immer ein guter Tipp. Ah, ich möchte auch gern gewinnen. Kann ich, wenn ich so fahre wie jetzt? Oh, hochschalten. Yay! Ich sehe nichts, im Rückspiegel ist ein Rennen wird beendet, Dings. Aber hinter mir ist, glaube ich, keiner. Ah. Da bist du. Also stark angefangen und stark nachgelassen. Aber ich habe dir den Rücken freigehalten. Das ist doch auch gut. Ich kann den Leuten gar nicht zuwinken. Dafür habe ich die Knuckles. Oh, ich habe eine 1,38 gefahren. Das ist fast die Zeit, die ich mit dem anderen in der anderen Klasse geschafft habe. Ich war 20 Sekunden langsamer, 14 Sekunden langsamer als du. Was halte ich jetzt ja für ein Gerücht? Meine beste Runde war 4 Sekunden schneller.